Mein Sohn stört Sie hoffentlich nicht. Madame, könnte ich ihn dafür zu 30 Tagen Zwangsarbeit verurteilen, würde er mich nicht im geringsten stören. Fabelhafter Tag, nicht? Im Urlaub? Nein. Nein, Leslie. Das ist nicht wahr. Oh, tut mir leid, Mann. Miss! Oh, verzeih, das war dumm von mir. Wahrscheinlich soll ich ihn auch noch verarzten, wenn er sich überschlägt und noch dazu gratis. Wenigstens gab es keine Verletzten. Die Wagen sind unbeschädigt. Der Kerl hatte wohl einen Schutzengel. So, das war's. Ich tippe auf die Diener. Am Ende war es meistens der Diener. Willkommen in Stickleven, meine Herrschaften. Ich bin Davis, der Hafenmeister. Oh, pardon. Bin ich zu spät? Jetzt haben wir alle. Das restliche Gepäck ist schon auf dem Boot da vorne. Mensch, das muss er sein. Leibhaftig. Alles klar, Narricott. Fertig, Sir. Gut, Sie übernehmen. Fahren Sie. Es wird Zeit. Jetzt ist es gerade günstig. Ein Sturm kommt auf, das rieche ich. Wieso heißt es Shipwreck Island? Das Wetter schlägt hier schnell um. Es gibt unter Wasser sehr viele Felsen. Der große Felsen an der Spitze ähnelt einem gestrandeten Schiff. Die Bewohner nennen ihn Shiprock. Sie stammen also nicht von hier, wie ich höre, Mr. Narricott? Nein, Mr. Blau. Das klappt nicht. Bitte gehen Sie über diese Treppe hinauf zum Haus. Meine Frau zeigt Ihnen Ihre Zimmer. Sie werden sich vermutlich erst noch frisch machen wollen. Wo ist Fred? Ich vertrete ihn. Er ist krank. Sie sind sein Bruder. Das sieht man gleich. Helfen Sie mir tragen? Ja, dann kann ich mir das Haus ansehen. Kapitel 1. 10 kleine Leichtmatrosen zechten in der Scheun. Einem kam ein Schluck verquer. Da waren's nur noch 9. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Mr. Narricott. Jetzt ist alles und jeder untergebracht. Diese Wolken gefallen mir gar nicht. Sie sollten sich vielleicht gleich auf den Rückweg machen. Und schon fängt's an. Keine Sorge, Fred. Ich lass dich nicht hängen. Hm, noch Niesels. Aber das wird noch viel schlimmer.
Dieses Haus sieht so kräftig aus wie eine Festung. Licht. Diese Insel ist nicht so primitiv, wie ich dachte. Das Meer sieht bedrohlich aus. Außen wollte ich nicht ohne einen guten Motor stecken. Versenkt. Ich frage mich, wer so etwas machen würde. Er sieht bedrohlich aus. Außen wollte ich nicht ohne einen guten Motor stecken. Das Gras ist rutschig und der Hang ist steil. Ich bleibe besser auf dem Pfad. Ich kann von hier aus den Steg sehen. Narrakot, haben Sie mich erschreckt? Sie machen einen Spaziergang, Mr. Marston. Ach, nur ein kurzer Gang, bevor ich mich zum Abendessen umziehe. Der Sturm kommt näher. Dieser Nieselregen wird bald stärker. Ja, sieht übel aus. Komische Uhrzeit für einen Spaziergang, finden Sie nicht? Dasselbe könnte ich Sie fragen. Was haben Sie da in der Hand? Das hier? Nur Papier und etwas Schnur. Habe ich am Strand gefunden. Rogers scheint ein Pedant zu sein, was Ordnung und Sauberkeit betrifft. Ich dachte, ich mache mich etwas nützlich. Furchtbar nett von Ihnen. Tja, ich gehe dann zum Haus. An Ihrer Stelle würde ich dasselbe machen. Wir sollten nicht hier draußen sein, wenn der Sturm mit voller Wucht hereinbricht. Ich komme gleich nach, Mr. Marston. Ja, natürlich, alter Knabe. Wie Sie meinen. Das war ein sonderbares Verhalten. Mr. Narrakot. Warum sind Sie noch auf der Insel? Jemand hat mein Boot versenkt. Versenkt? Zerstört, meinen Sie. Aber wer in aller Welt würde so etwas tun? Das will ich herausfinden. Aber das bedeutet, wer wird uns denn am Montag abholen? Wenn dieser Sturm nicht nachlässt, niemand. Oje, oje. Kommen Sie schnell rein. Sie holen sich noch den Tod hier draußen. Ich muss meiner Frau beim Essen zubereiten helfen. Ich lasse sie etwas für Sie in der Küche bereitstellen. Danke. Wo er schlafen soll, möchte ich wissen. Das wird Ethel überhaupt nicht gefallen. Frische Blumen. Sehr hübsch. Das ist ein Albatros. Ich kann nicht behaupten, dass mir das Gemälde sonderlich gefällt. Das Thema interessiert mich nicht.
Ich sehe nichts Außergewöhnliches. Ein Heizkörper. Davon kann man nicht genug haben, ehrlich. Ich kann nichts von Interesse sehen. Es ist ein ziemlich kitschiges Gemälde. Ein Platz für alles und alles auf seinem Platz? Zehn kleine Leichtmatrosen. Entzückend. Es ist ein ziemlich kitschiges Gemälde. Da gibt es nichts mehr zu sehen. Das klappt nie, sage ich dir. Wir hätten nie zusagen dürfen. Eine Wochenendgesellschaft nur eine Woche, nachdem wir hier angefangen haben. Und keine weiteren Hilfen. Ethel, beruhige dich. Du hast es mir versprochen. Nie wieder, hast du gesagt. Woher sollte ich wissen? Oh, Mr. Narracott, Ethel wird eine Mahlzeit hier für Sie zubereiten, sobald den Gästen serviert wurde. Es ist ein solider, gusseiserner Ofen. Der Kühlschrank erscheint mir kaum groß genug für ein Haus von dieser Größe. Kupfertöpfe. Wie ich erwartet habe. Das ist eine Presse. Es sieht so aus, als ob eine große Menge an Obst da reinpasst. Das brauche ich nicht mit mir herumzuschleppen. Ich werde das dorthin zurückstellen, wo ich es gefunden habe. Es muss nicht sein, dass ich unnötige Aufmerksamkeit auf meine Schnüffelei lenke. Die Speisekammer ist gut gefüllt. Die Speisekammer ist gut gefüllt. Da, wieder im Urzustand.
Es ist das Gemälde einer Blume. Sieht wie eine Seerose aus. Ich habe den Inhalt in mein Notizbuch kopiert. Ich habe den Inhalt in mein Notizbuch kopiert. Ich sehe nichts Außergewöhnliches. Interessantes Gemälde. Vögel interessieren mich nicht, aber hier scheint sie jemand zu mögen. Sie sind dran, Herr Richter. Tja, viel haben Sie mir nicht übrig gelassen, muss ich gestehen. Ich wusste zwar, dass Richter sich Geständnisse anhören, aber nicht, dass sie selbst welche machen. Oh, einige Richter könnten dazu Grund haben. Einige Ärzte ebenso, vermute ich. Ein Heizkörper. Davon kann man nicht genug haben, ehrlich. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Nicht jetzt, Mann. Sehen Sie denn nicht, dass wir beschäftigt sind? Nicht, dass ich spielen wollte. Selbst wenn dafür Zeit wäre. Ich habe überhaupt kein Talent für das Spiel. Fest verschlossen. Das kann ich dort lassen, wo ich es gefunden habe. Ich brauche es nicht und ich bin kein Packesel. Das sollte ich nicht tun. Ich muss einen klaren Kopf behalten.
Da gibt es nichts mehr zu sehen. Ich kann nichts von Interesse sehen. Der Strom ist da, aber es scheint trotzdem nicht zu funktionieren. Ich kann es nicht öffnen. Es ist abgeschlossen. Fest abgeschlossen. Es würde bestimmt auffallen, wenn ich sein Gepäck durchwühle. Ich mache es besser nicht. Hier ist nichts Ungewöhnliches. Ich sollte aber lieber nichts nehmen. Er würde es sicherlich bemerken. Die sollte ich lieber nicht nehmen. Er könnte sie brauchen und würde sicher ihr Fehlen bemerken. Ich habe den Inhalt in mein Notizbuch kopiert. Abgeschlossen. Sehen Sie nur diese seidene Bettwäsche an. Alles mit GS bestickt. Das war bestimmt die Schauspielerin, die früher hier gelebt hat. Und ich habe sie auf den schmutzigen Fußboden fallen lassen. Kann ich Ihnen helfen, Mrs. Rogers? Danke, Mr. Narracott. Sie wirken wie ein netter Kerl. Es tut mir leid, das mit Ihrem Boot.
fest abgeschlossen. Meine Frau ist unpässlich. Sie empfängt heute keinen Besuch. Ihre Frau, Sir? Wie? Ihre Frau. Meine Frau, ja. Leslie. Entschuldigung, mein Junge, ich war mit meinen Gedanken ganz woanders. Verzeihung. Muss mich jetzt zum Essen anziehen. Schicken Sie meinen Burschen zu mir, wenn Sie... Nein, das stimmt nicht. Wo ist nur mein Kopf? Ich muss mich jetzt zum Essen frisch machen. Ja? Oh, Mr. Narracott, ich habe eine Frage an Sie. Haben Sie in Sticklehaven irgendetwas davon gehört, dass aus diesem Haus ein Gästehaus werden soll? Nein, Miss Brent. Nein, Mrs. Rogers auch nicht. Und wer sind die Owens? Ich bin Ihnen noch nicht begegnet. Es wird Sie vielleicht überraschen, aber Mr. und Mrs. Rogers ebenfalls nicht. Kurios, sehr merkwürdig. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, Mr. Narracott, ich muss mich auf das Abendessen vorbereiten. Mr. Narracott, ich dachte, Sie hätten uns verlassen. Jemand hat mein Boot versenkt. Oh, das ist ja schrecklich. Sicherlich wird der Hafenmeister ein zweites Boot schicken, wenn Sie vermisst werden. Nicht bei diesem Sturm, fürchte ich. Und selbst danach wird es nicht gemeldet. Warum denn nicht? Mein Bruder wusste, dass ich möglicherweise nicht gleich zurückkehre. Ich bedauere Ihre Schwierigkeiten schrecklich. Die Owens müssen bald eintreffen. Bestimmt können Sie mit Ihrem Boot zurückfahren. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, ich muss mich zum Abendessen zurechtmachen. Narracott? Ich dachte, Sie wären inzwischen längst weg. Dieser Sturm wird ganz schön heftig. Jemand hat mein Boot versenkt. Ich habe gesehen, wie Blore Sie mit Adleraugen beobachtet hat. Könnte er es gewesen sein? Womöglich. Irgendeine Ahnung, warum? Dazu möchte ich lieber nichts sagen. Wie Sie wollen. Ich sollte mich jetzt zum Essen frisch machen. Diese Uhr steht. Fest verschlossen. Handtuchhalter aus Messing, würde ich sagen. Marmor. Sieht alles ziemlich teuer aus. Dieses Fenster führt zum Balkon. Polierte Marmorkugeln und einige Bücher. Nichts, was einen näheren Blick wert wäre. Ich habe den Inhalt in mein Notizbuch kopiert.
Einmal korrupter Bulle, immer korrupter Bulle. Was, Fred? Sie reden dummes Zeug. Nicht mein Bruder war Spitzel der Purcell-Bande innerhalb der Polizei, sondern Sie. Ihr Bruder? Mir können Sie nichts vormachen, Fred. Auf Sie ist noch eine hübsche Belohnung ausgesetzt. Fred ist mein Bruder. Ich bin Patrick Fane. Ich wüsste nicht, warum ich Ihnen das glauben sollte. Auf Fred Fane ist eine große Belohnung ausgesetzt. Sie haben mein Boot versenkt, damit ich hier festsitze. Sie haben mich auch erkannt. Das habe ich an Ihrem Blick gesehen. Nur weil Davis gestern Fred die Passagierliste gezeigt hat. Ich bin anstelle meines Bruders gekommen. Wir dachten nicht, dass Sie mich mit ihm verwechseln können. Fred ist 8 Jahre älter als ich. Sehen Sie genau hin, Blaw. Sie sehen tatsächlich jünger aus. Das ist mir aufgefallen. Dachte, es liegt an der Seeluft. Sie haben sich jahrelang von den Purcells bestechen lassen. Nach dem Fall Landor fing man an, Fragen zu stellen. Die Purcells brauchten einen Sündenbock. Es wurde meinem Bruder angehängt und Sie waren aus dem Schneider. Ihre Geschichte hört sich wie ein Detektivroman an. Ich versuche seitdem, Freds Namen reinzuwaschen und Sie ins Dartmoor-Gefängnis zu bringen, wo Sie hingehören. Dank Ihrer Habgier habe ich jetzt vielleicht die Gelegenheit dazu. Vielleicht sind Sie Patrick. Vielleicht doch Fred. Ich weiß es nicht. Und es ist mir ziemlich egal. Entweder sind Sie Verbrecher oder Sie haben jahrelang einen beherbergt. Was die anderen Gäste wohl davon halten werden. Gehen Sie, Mr. Narracott. Hauen Sie ab. Ich muss mich für das Abendessen vorbereiten. Das hört sich an wie die Essensglocke. Mr. Narracott, leider sind wir auf Ihre Gegenwart bei Tisch nicht vorbereitet gewesen. Ich bringe Ihnen gerne ein Sandwich später am Abend, wenn Ihnen das genehm ist. Das wäre prima, Rogers. Danke. Ausgezeichnet. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, ich muss servieren. Aber selbstverständlich. Ich kann Sie alle im Salon plaudern hören. Ich kann nicht ganz ausmachen, was Sie sagen. Das könnte ein guter Zeitpunkt sein, das Haus gründlicher zu erforschen. Aha. Mit meinem Ohr an der Tür wird das Gespräch ziemlich klar. Wein? Doktor? Nein, danke, Rogers. Alkohol rühre ich nie an. Außer um Wunden und Instrumente zu reinigen, natürlich. Ich wollte ein paar Äpfel aus dem Obstgarten holen, aber eine Biene hat mich gestochen. Da habe ich leider den Kopf fallen lassen und bin weggelaufen. Das ist kein Grund, sich zu entschuldigen. Ich bin selbst schrecklich allergisch gegen Bienen, Wespen, Hornissen. Es beunruhigt mich zu hören, dass es hier Bienen gibt. Oh, dann müssen Sie Acht geben. Da stehen überall diese Bienen-Dings da. Wie sagt man noch? Bienenstöcke. Oh, ich dachte, das wären Vogelkästen. Äpfel. Miss Claythorne, wir sind uns nie begegnet, aber ich meine, Ihren Namen zu kennen. Oh, ja, von einem Aufenthalt in einem muffigen alten Hotel in der Nähe von St. Tredneck. Kennen Sie es? Nein, ich glaube nicht. Wirklich? Merkwürdig. Ich hätte schwören können. Narracott behauptet, er wäre nicht Fred Fane, sondern sein Bruder. Das kann ja sein, aber den sollte man beobachten. Er wirkt doch ganz sympathisch. Das hat man auch von Stevenson gesagt, dem Kindermörder. Ich muss gestehen, ich bin unserem Gastgeber Mr. Owen nie begegnet. Wie ist der Mann? Rogers? Wir haben die Owens auch noch nicht gesehen, Sir. Wir wurden erst vor einer Woche per Brief angestellt und gebeten, das Haus vorzubereiten. Dann ist also niemand den Owens persönlich begegnet? Wie merkwürdig. Ich für meinen Teil habe einige Fragen an die Owens, wenn sie hier ankommen. Ich sollte später zurückkommen, wenn sich das Gespräch entwickelt hat. Das kann ich dort lassen, wo ich es gefunden habe. Ich brauche es nicht und ich bin kein Packesel. Da unten sind einige Batterien begraben. Manches lässt sich nicht rückgängig machen.
Ausgezeichnet. Wie angegossen. Das sind sehr teure Laken. Sie sind bestimmt sehr reißfest. Das brauche ich nicht mit mir herumzuschleppen. Da gibt es nichts mehr zu sehen. Das ist die Marmorskulptur eines Elefanten. Ich finde dieses Gemälde besonders langweilig. Ich glaube nicht, dass es etwas nützen würde, das zu durchwühlen. Entweder ist er unschuldig, in welchem Fall ich in seine Privatsphäre eindringen würde, oder er ist schuldig und sicher nicht so dumm, irgendwelche Beweise in seinem Gepäck zu lassen. Ich habe den Inhalt in mein Notizbuch. Hier ist nichts Ungewöhnliches. Ich sollte aber lieber nichts nehmen. Er würde es sicherlich bemerken. Es würde bestimmt auffallen, wenn ich sein Gepäck durchwühle. Ich mache es besser nicht. Thank you.
Das will ich näher untersuchen. Das will ich näher untersuchen. Da gibt es nichts mehr zu sehen. Das will ich näher untersuchen. Ich habe den Inhalt in mein Notizbuch kopiert. Die passen nicht zusammen. Ich sehe nichts Außergewöhnliches. Ich sehe nichts Außergewöhnliches. Ich habe den Inhalt in mein Notizbuch kopiert. Ein Heizkörper. Davon kann man nicht genug haben, ehrlich. Das scheint ein Porträt des Generals zu sein. Er muss ziemlich alt sein. Er steht neben einer sehr jungen Frau. Es trägt eine Widmung. Für John, meinen Mann, Leslie. Das ist eine ziemlich eintönige Landschaft.
Es wäre ein grober Verstoß gegen den Anstand, das Gepäck einer Dame zu durchwühlen. Ich werde es nicht tun. Das ist ein kleiner Papierkorb. Er ist leer. Es ist eine Menge Schminke. Emily sorgt sich wohl mehr um das Altern, als es den Anschein hat. Ich habe den Inhalt in mein Notizbuch kopiert. Da gibt es nichts mehr zu sehen. Das ist sicher eine Art Hinweis. Ich habe den Inhalt in mein Notizbuch kopiert. Vermutlich hat sich Ethel die Mühe gemacht, in den meisten Zimmern frische Blumen aufzustellen. Diverse Toilettensachen. Nichts von Interesse, soweit ich sehen kann. Das könnte ich mir näher ansehen. Diverse Toilettensachen. Nichts von Interesse, soweit ich sehen kann. Ich glaube, ich erkenne diese Dame. Vielleicht besaß sie das Haus in der Vergangenheit. Wer weiß, vielleicht tut sie es noch. Ich habe den Inhalt in mein Notizbuch kopiert.
Ich könnte fast schwören, dass ich diesen Jungen erkenne. Hat er die Augen eines Mörders? Es wäre ein grober Verstoß gegen den Anstand, das Gepäck einer Dame zu durchwühlen. Ich werde es nicht tun. Es ist ein ziemlich spärlicher Schminkkoffer. Vera ist allerdings nicht der Typ, der viel Make-up verwendet. Ich habe den Inhalt in mein Notizbuch kopiert. Das ist eine interessante Uhr. Schade, sie scheint nicht zu funktionieren. Ein Falke? Mit einem Fisch in seinen Krallen. Langsam geht mir das Vogelthema auf den Geist. Schon wieder ein Seevogel. Dieser sieht wie ein Albatros aus. Entsetzlich. Es würde bestimmt auffallen, wenn ich sein Gepäck durchwühle. Ich mache es besser nicht. Ich habe den Inhalt in mein Notizbuch kopiert. Das ist modern. Mir persönlich gefällt es nicht, aber es passt wohl irgendwie zu dem Haus. Das ist ein Stuhl. Er sieht nicht besonders bequem aus. Owen hat vermutlich dafür gesorgt, dass keine Uhren im Haus funktionieren. Diese steht. Marmor. Sieht alles ziemlich teuer aus. Diese Uhr steht. Ich habe die sachdienlichen Passagen in mein Notizbuch kopiert.
Aha. Mit meinem Ohr an der Tür wird das Gespräch ziemlich klar. Hat irgendjemand das Gedicht über dem Kamin gesehen? 10 kleine Leichtmatrosen? Ja, ich habe es gesehen. Und vor uns im Mittelpunkt des Tisches stehen die 10 kleinen Leichtmatrosen selbst. Ordentlich und korrekt. Ich habe es gern ordentlich und sauber im Haus, euer Ehren. Robson, der Mann, der dieses Haus baute, war Seemann. Vielleicht hat Mr. Owen sie von ihm geerbt. Eine weitere Frage für Mr. Owen. Wenn ich mich recht erinnere, ging es in dem Reim um Soldatenjungen. Fand ich höchst unpassend. Es gibt viele Versionen. Sie scheinen sich da ganz gut auszukennen, Miss Claythorne. Ich war Gouvernante, bevor ich als Sekretärin zu arbeiten begann. Gouvernanten verbringen viel Zeit mit Kinderliedern. Alles schrecklich gruselig, wenn Sie mich fragen. Heute gibt es so viel Gewalt in der Welt. Manchmal ist Gewalt notwendig, Miss Brent. Da spricht der wahre Soldat. Ich bin Realist, Miss Brent. Und kein Träumer. Müssen Maßnahmen ergriffen werden, bin ich dazu bereit. Wie geht der berühmte Reim, Miss Claythorne? Müssen wir unbedingt von diesem Thema reden. Beim Essen. Miss Brent hat vielleicht recht, Mr. Marston. Der Reim ist ziemlich gruselig. Er hängt über dem Kamin im Salon, falls Sie ihn nachher mal lesen möchten. Wenn Sie meinen. Das Essen war ausgezeichnet, Rogers. Mein Kompliment an Sie und auch an Ihre Frau. Sie machen Ihren Arbeitgebern alle Ehre. Danke, Sir. Ladies und Gentlemen, es freut mich, das zu hören. Nach dem Essen werden im Salon Drinks serviert. Ladies und Gentlemen, ich bitte um Ruhe. Hier spricht Ihr Gastgeber Ewan Owen. Ihnen werden folgende Verbrechen zur Last gelegt. Edward George Armstrong. Sie haben am 14. März 1925 den Tod von Louisa Mary Cleese herbeigeführt. Emily Caroline Brent. Sie waren am 5. November 1931 für den Tod von Beatrice Taylor verantwortlich. William Henry Blaw. Sie haben am 10. Oktober 1928 den Tod von James Stephen Landor verursacht. Vera Elizabeth Claythorne. Am 11. August 1935 töteten sie Cyril Ogilvy Hamilton. Philip Lombard. An einem Tag im Februar 1932 waren Sie schuld am Tod von 21 Männern eines ostafrikanischen Stammes, John Gordon Mackenzie. Am 4. Januar 1917 schickten Sie Arthur Richmond, den Geliebten Ihrer Frau, absichtlich in den Tod. Anthony James Marston. Am 14. November des letzten Jahres haben Sie sich des Mordes an John und Lucy Combs schuldig gemacht. Thomas Rogers und Ethel Rogers. Am 6. Mai 1929 haben Sie den Tod von Jennifer Brady herbeigeführt. Lawrence John Wargrave. Ihnen wird zur Last gelegt, am 10. Juni 1934 Edward Seaton ermordet zu haben. Angeklagte, haben Sie irgendetwas zu Ihrer Verteidigung vorzutragen? Doktor? Nur ein Schwächeanfall, Rogers. Es geht ihr bestimmt gleich wieder gut. Narricott, holen Sie bitte meine Tasche aus meinem Zimmer? Ja, natürlich. Wackerer Kerl. Marston, gleich werde ich Hilfe brauchen, um Sie auf Ihr Zimmer zu bringen. Natürlich. Es ist hinter der Küche, Rogers. Ja, Sir. Danke, Sir. Sie können diese Tür nehmen. Thank you.
Es hilft meinem Bruder nicht, wenn ich bei dem Sturm ertrinke. Mrs. Rogers braucht meine Hilfe. Ich sollte am besten versuchen, Dr. Armstrongs Medizintasche zu finden und sie ihm sofort bringen. Fest abgeschlossen. Mrs. Rogers braucht meine Hilfe. Ich sollte am besten versuchen, Dr. Armstrongs Medizintasche zu finden und sie ihm sofort bringen. Das mache ich nicht. Danke, Mr. Narrowcott. Ich stehe in Ihrer Schuld. Vielleicht können wir später sprechen. Jetzt muss ich mich um meine Patientin kümmern. Also, Rogers, erzählen Sie uns von dieser seltsamen Stimme. Das war Mr. Owen, Sir. In seinem Brief wies er mich an, Sie auf das Grammophon zu legen, sobald Sie alle nach dem Essen hier sitzen. Das war die Stimme von Mr. Owen? Bezweifeln Sie, dass er es war? Nein, ich dachte, ich hätte Sie erkannt. Ich habe mich wohl geirrt. Was für ein übler, grausamer Scherz. Sie halten das für einen Scherz? Was soll es denn sonst sein? Ich muss noch einige Zeugen vernehmen, bevor ich dazu meine Meinung äußere. Mr. Marston und ich haben Mrs. Rogers auf ihr Zimmer gebracht. Ich gab ihr ein leichtes Beruhigungsmittel. Sie schläft jetzt. Von wem auch immer diese Aufnahme stammt, er hat sich die Mühe gemacht, sich sehr genau über uns zu erkundigen. Er hatte recht, was Seaton betrifft. Ich war Richter bei dem Prozess. Aber ich habe lediglich einen schuldigen Mann verurteilt. Ich erinnere mich an den Fall. Wenn ich mich recht erinnere, wurde gemunkelt... Zum Glück wird nicht durch Gemunkel über Schuld und Unschuld entschieden, sondern von jenen, die dazu befähigt sind, ein Urteil abzugeben. Auf dieser Aufnahme wurde eine Person nicht erwähnt, Mr. Narrowcott natürlich. Laut Mr. Blaw hat er allerdings einen Platz darin verdient, wenn Mr. Owen dazu geneigt gewesen wäre.